dazu, als Selbstverwaltung beitragen können. Das ist ja ein großes Privileg, dass Ärzte selbst organisieren können, wo Praxen aufgemacht werden. In Teilen. Das macht den Zulassungsausschuss. Das macht den Zulassungsausschuss, ja, mit den Krankenkassen, aber wir werden gleich sehen, worauf ich hinaus will. Es gibt ja von der Politik, von Ihrem Vorgänger durchaus Versuche auf die Verteilung der Ärzte. Das ist ja Ihr Thema, ja. Die sind alle da, wo der Speck zu holen ist. Es gibt Versuche aus der Politik, genau die Kassen und ärztlichen Vereinigungen dazu zu bringen, an dieser Verteilung etwas zu ändern. Schauen Sie mal, was aus diesem Gesetz, aus diesem Zwang geworden ist. Mitte 2015 wird ein Gesetz beschlossen, mit dem die Zahl der Ärzte in den großen Städten verringert, die flächendeckende Versorgung mit Ärzten auf dem Land verbessert werden soll. Die kassenärztlichen Vereinigungen sollen deshalb in überversorgten Regionen Arztzulassungen aufkaufen und stilllegen. Doch das Gesetz hat eine lange Liste von Ausnahmen. Praxen dürfen zum Beispiel nachbesetzt werden, wenn der Nachfolger Ehepartner oder Kind ist, seit mindestens 3 Jahren als Angestellter in der Praxis gearbeitet hat, mindestens 5 Jahre in einem unterversorgten Gebiet tätig war. Oder einfach immer dann, wenn der zuständige Ausschuss feststellt, dass besondere Versorgungsbedürfnisse vorliegen. Ein Gummiparagraf. Wir haben bei allen 17 KV nachgefragt. Das Ergebnis? Nur wenige nannten eine konkrete Zahl. Die KV Nordrhein hat zum Beispiel bei 19 Praxen eine Nachbesetzung abgelehnt. Die meisten KV gaben an, wir haben keine